Hey na und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Züge und ich hoffe, du magst Züge, denn wir wissen doch eigentlich, jeder mag Züge. Also ich mag Züge. Magst du eigentlich Züge? Schreib mir sehr gerne in die Kommentare. Okay, und jetzt lass uns mit dem Video beginnen. Wir spielen heute Railbound. Ich freue mich drauf. Es ist super, es ist sehr knobelig. Also bleib auf jeden Fall dabei. Denn wenn du knobelige Knobelspiele magst, dann ist das der richtige Kanal für dich. Und los geht's mit Railbound. Okay, wir machen mal hier das erste Level. Es ist ein sehr puzzliges Spiel, in dem wir Waggons an eine Lok... Wie fahren wir los? Hier fahren wir los. Indem wir die an die Lok wieder ankoppeln müssen. Es ist sehr laut. Chuchu. So funktioniert es. Und es wird natürlich nicht immer so einfach bleiben. Aber jetzt gerade können wir das genießen. Und es ist sehr satisfying, wie das so aneinander klipst. Okay, let's go. Chuchu. Ist gut, ne? Ja, die Animationen sind richtig süß. Whee. Hättest du nicht gerade ausfahren können. Chuchu. Voll süß, wie es am Ende mal wegfährt. Aber jetzt können wir das hier drehen. So klappt's doch schon. Wuhu! Ich kann gut mit Zügen, Leute. Chuchu. Ach, guck mal, man kann die löschen. Ach so, und dann habe ich sie im Inventar. Ja, let's go. Abfahrt. Ich habe jetzt alles verstanden, glaube ich, ne? Chuchu. Ich glaube, es ist ein Tutorial. Ihr trage das jetzt. Der hat einen kürzeren Weg als der und er wird hier ran. Das wird noch kompliziert. Die haben nämlich Nummern. Chuchu. Wird's jetzt schwieriger? Hey, warte mal. So geht's ja auch. Wir müssen das hier ja gar nicht connecten, weil der ist ja eh zuerst da. Let's go. Chuchu. Der muss da und dann machen wir den einfach hier hinten ran. Easy schmiesi. Passt das so? Oder sind die dann gleichzeitig da? Ah, ja, so gerade. Ah, verdammt. Aber so ist der ja schneller. Wartet, kurz Knoten im Kopf. Guck mal, so ist nämlich falsch. Dann ist der nämlich zuerst. Ach, süß. Jetzt müsste es doch gehen. Das ist doch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay. Abfahrt. We did it. Chuchu. Ich habe das Bedürfnis, jedes Mal laut Chuchu zu schreien. Ah ja, guck mal, das ist Bambuselei. Moment. So. Easy. Chuchu. Warte mal, jetzt muss ich kurz mal den Knoten in meinem Kopf lösen. Du musst als erstes da sein, dann muss das da sein und dann erst das. Das hat jetzt den längeren Weg. Das hat, aber wenn ich jetzt das hier mache, dann ist der vor dem da, ne? Jetzt geht's los mit dem Knoten im Kopf. Einmal kurz play. Ich hab's geschafft. Chuchu, Leute, chuchu. Du wisst ja, warum die Bahn nie pünktlich kommt. Ich arbeite bei der Deutschen Bahn, Leute. Weiter geht's. Oh, es gibt Tunnel. Oh. Süß. Das Bordbistro hat heute geschlossen, Leute. Tut mir sehr leid. Da ist doch Einfahrt, da ist Ausfahrt. Oh, vielleicht kann man die beliebig verwenden. Kann man. Stimmt. Ein Tunnel hat zwei Richtungen. Sage ich da. Chuchu. Ah ja, easy. Dann machen wir dich dahin. Nee, dann bist du zuerst da. Du musst zuerst da sein. So. Der muss da raus, der muss hier rein, der muss hier rein, der muss so. Ich hoffe, wir haben nicht 20 Waggons irgendwann, dann weine ich. Aber ich sehe schon, es zoomt schon immer mehr raus, das wird jetzt fies, jetzt wird's fies. Ich dachte, so ist schlau. Vielleicht sind auch die Tunnel einfach da, um uns zu bambuseln. Das wäre so richtig mies, ne? Wenn das Spiel einen richtig trollt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das so machen und das so. Und dann müssen wir den halt nur hier drauf noch bringen. Ah ja, so. So ist es doch. Ja. Das ist so niedlich. Das ist
so niedlich. Oh, ich mag, dass es immer andere Biome sind. Guck mal, wie süß das ist. Das ist mein Level. Oh nein, jetzt haben wir hier... Oh, ach du Scheiße. Okay, der macht die Schranke auf. So, dann macht 2 die 1 auf und die 1 fährt hier zuerst. Fährt hier zuerst und dann fährst du. So. Wir hatten sogar noch Sachen übrig, ne? So, warte, der hat hier... Ach, das können wir nicht drehen. Moment mal. Wartet mal kurz. Die können wir nicht ändern. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Wir mussten ihn einmal schlaufig fahren lassen. Chuchu, sage ich da. Chuchu. Hier sind 2 Dinger. Ah, warte mal, dann geht das bestimmt wieder zu. Warte mal, das finde ich jetzt spannend. Auf, zu. Lustig. So, jetzt ist 2 zuerst da, ne? Ich glaube, jetzt haben wir ein Schrankenproblem. Guck mal, jetzt kommen die nämlich nicht durch. Oder? Doch, kommen sie. Ach, weil der 2. auch noch rübergefahren ist. Okay. Warte mal, die Schranken gehen bestimmt zu, wenn er da drauf geht, ne? Jetzt wird es lustig. Der geht drüber, dann geht der auf. Dann darf der aber nicht zu früh da sein. 2 müsste von hier darüber fahren, damit die wieder aufgeht da oben, ne? Ich glaube, vom Prinzip her sind wir relativ nah dran. Also, ja, 2 müsste dann nochmal rüber. 1 ist, glaube ich, richtig. Und für 2 haben wir jetzt nur noch 2 Teile. Nee. Willkommen beim Knoten im Hirn. Die müssen halt hier nochmal rüberfahren. So, das heißt, die 2 muss hier nach unten. Wir müssen die 2 nach unten bringen. Der muss hier rum. Ich weiß noch nicht, wie wir das jetzt hier machen, weil... So, aber dann crashen sie doch wieder. Ja, so crashen sie. Liebe Reisende, die Weiterfahrt unseres Zuges verzögert sich heute leider um 20 bis 30 Minuten aufgrund der unglaublichen Unfähigkeit unserer Mitarbeiterin Lena, die die Wagenreihung leider noch nicht hinbekommen hat. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld und bitte auch sehr viel Verständnis, denn das kann noch ein Weilchen dauern. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns natürlich trotzdem für unseren ausgezeichneten Service einen Daumen nach oben geben würden. Vielen Dank. Hallo, ich bin Lena. Ich habe einen Knoten in meinem Kopf. Chuchu, sage ich da. Chuchu. Man fühlt sich irgendwie extrem dämlich ab irgendeinem Zeitpunkt. Den will ich hier unten lang schicken. Der macht die Schranke dann auf für sich selber. Der macht die Schranke auf für den. Das können wir nicht verhindern. Dann muss der halt hier oben rum und der hier unten rum. Aber... Ja. Warte mal. Ah, nee, so. Stimmt. Das Spiel macht voll Spaß, weil es ist so, man fasst sich dann an den Kopf, weil eigentlich war die Lösung so einfach. Sie war so nah und doch so fern. Der soll jetzt zuerst rein, dann macht er sich die Schranke auf. Nee. Guck mal, aber das geht nicht, ne? Doch, so geht's. Ich habe nur so eine Vermutung, dass wir hier sowas noch machen müssen. Und dann muss das von da oben bestimmt daran. Moment mal. Wie kriegen wir denn das daran dann? Ach so, so. Ja. Knoten im Hirn. Knoten im Hirn. 3 Schranken. Ja klar. Was ist das denn? Warum? Moment mal, was tue ich hier? Also er muss dann darüber. Dann muss er hier rüber, dann muss er darüber, dann muss er darum und dann muss hier... Wie kommen wir denn da ran? Ach so, dann muss er von da... Wartet. Er muss da unten ran. Von da dann. Ja. Also hier rum, darum, das muss weg. Hierum, darum, so. Lirum, larum. Warum so viele Schranken, ja? Ich glaube, wir spielen das heute einfach durch. Ich sag's so, wie es ist, ne? Aber wie weit sind wir? Wie viele Level gibt es? Ach so, 8. Bestimmt kommen irgendwann noch mehr. Wir haben richtig viel Spaß mit Schienen. Also, wenn wir hier rüberfahren, darf der fahren. Dann hätten wir sie schon mal beide hintereinander.
aber dann ist die Schranke noch nicht offen. Bedeutet, wir lassen den einmal hier rumfahren, damit er die Schranke aufmacht für den. Dann ist der vorne. Dann macht der die Schranke auf für den und der fährt hier rauf. Aber das geht nicht, ne? Nee, so können wir das nicht mergen. Wenn der die Schranke da aufmacht für den, dann können wir auch so machen. Ich glaube, so klappt's. So, jetzt macht er die Schranke auf. Jetzt macht der die Schranke auf für den. Jetzt macht er die Schranke auf für den und ja. Das macht voll Laune. Chuchu, sage ich da. Chuchu. Achso, der muss sich die Schranke selber... Warte mal, das ist jetzt nicht im Ernst so, oder? Wartet. Yes! War ein Spaß, ne? So klappt's nicht. Ihr müsst mich auch einfach kurz nachdenken lassen, ja? Ich muss mir jetzt halt wieder so eine Kurve machen. Das ist ein Gewurstel hier. Mann, Mann, Mann. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein, was hier Neues kommt. Ach, guck mal, das ist auch voll schön. Das ist eine kleine Insel. Ach, guckt mal, das sind jetzt hier noch so fixierte Teile. Ach, du Schande. Ach, die wechseln dann. Wartet mal. Oh. Warte mal, das klappt so nicht. Bestimmt müssen wir hier so ein Dings machen. Weil der fährt einmal drüber, dann fährt er hier nochmal rum. Ich glaube, das könnte klappen. Genau, damit der, ja. Geil, ey, das macht richtig Laune. So, dann wechselt das nach da. Machen wir hier rum. Wo bist du und wofür brauchen wir dich? So. Ich habe so eine Intuition, dass das klappen könnte. Haha, so. Der ist wieder Pro, Leute. Wer ist der Pro? Chuchu! Das Geräusch ist voll süß. Dieses Ding, Ding. 9-Euro-Ticket gilt nicht mehr, Leute, ne? Also denkt nicht, dass ihr bei der Kontrolle der Fahrscheine da jetzt hier irgendwie Glück hattet. Ich habe ein Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Nee, ich habe doch kein gutes Gefühl. Das wollen wir ummodeln. Dann ist das andersrum. Dann können wir... Nee, nochmal jetzt auf schlau. Ich dachte gerade, denke ich, viel zu kompliziert. Ist auch gar nicht kompliziert oder so. Mega. So. So haben wir sie hintereinander gereiht. Da stimmte die Wagenreihung. Aber da müssen wir nochmal rüberfahren. Oder auch nicht. Ja, perfekt. Wild. Komm, du schaffst es. Gefühlt war das sehr close gerade. Man denkt echt, das kann auch nicht so schwer sein. Und dann spielt man es und denkt so, oh doch, es kann schwer sein. Mein Hirn. Mein armes, armes Hirn. Ich wusste, ich bin nah dran. Oh mein Gott. Die werden schon ein bisschen gemeini. Haben wir noch welche, die wir nicht gemacht haben? Oh oh. Dann dreht er und dann fährt er die Schlaufe. So, das will ich mir mal kurz angucken. So. Ah, wenn die beide hintereinander direkt fahren, dann ist doof, ne? So können wir sie trennen. So. Ich glaube, so. Zuerst müssen sie so rum, glaube ich. Dann macht der falsch das. Oh, fürchterlich. Ich glaube, jetzt fährt zwei zuerst rein, ne? Nee. Crash. So.
So fährt er so rum. Nee, dann fährt er ja da immer rum. Ich glaube, wir haben ungefähr den Aufbau. Wir müssen nur die Richtung jetzt anpassen. Genau, dann fährt der noch eine... Okay. So, dann fährt er... Ja, dann fahren sie ja beide da lang. Das ist doof. Die müssen erst hier durch. Dann werden sie getrennt. Dann dürfen die hier halt nicht zurück. Hier müssen wir noch so eine Schlaufe machen, glaube ich. Nee, Quatsch. Erst darum, ja. Jetzt fährt einer hinten raus, glaube ich. Moment. Nee, das ist die 2 zuerst. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig nah dran. Ja, jetzt fahren wir wieder so. Das ist ja dumm. Müsste der 1 jetzt nicht oben lang fahren? Nee, Alter. Irgendwie waren wir schon mal näher dran. Genau, jetzt ist die 1 da. Aber was machen wir mit der 2? Liebe 2, was sollen wir mit dir tun? Ja, die 2 lassen wir einfach. Ganz ehrlich, das macht die Deutsche Bahn doch auch ständig. Hallo, heute ohne Wagen 5. Jetzt verstehe ich, warum die das machen. Die haben dieses Problem auch. Die wissen auch nicht, wohin mit ihrer Wagenreihung. Das fühlt sich schon gar nicht so schlecht an, aber es ist leider sehr schlecht. Aber wenn wir das so machen, müssen wir das so machen, oder? Jetzt fahren sie erst da oben rum. Das kommt mir ja sehr komisch vor. Ja. Irgendwo ist so ein krasser Denkfehler drin in dem Ganzen. Ah, Krise! Das geht doch nicht. Aber das geht doch nicht. Warte mal, warum fehlt das jetzt... Einmal ändern, zweimal ändern. Ach so, dann fährt es nach oben. Es ergibt nur herzlich wenig Sinn. Sie fährt hier rum und dann fährt sie oben rum. Oben rum muss sie halt hier rumgeleitet werden. Das war schon nicht so schlecht eigentlich. Das muss aber so. Und wenn wir das so haben, dann fährt die ja wieder hier lang. Hier müsste sie wenden, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen eine Wendung. Oh, Leute, ey. Wahnsinn. Tschu-tschu, Leute. Tschu-tschu. Knoten im Hirn. Wir rennen jetzt weg. Wir machen jetzt dieses wirklich beenden. Wie gruselig ist es? So, jetzt möchte ich eigentlich nur noch von dir wissen, wie groß dein Knoten im Kopf jetzt nach diesem ganzen Geknobel ist. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns ganz bald beim nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.